Onkel Max, ich hab Hunger. Ja, ich weiß, Stinky Pinky, ich auch. Aber warte, hier hast du noch 3,50 €, kauf den Hamburger und Aber Pommes. ich kann das nicht mehr essen. Wir essen das jeden Tag und mir geht schon richtig schlecht. Mein Herz macht Aua. Meins auch, Stinky Pinky, aber das ist die einzig warme Mahlzeit, die wir uns leisten können. Warum können wir uns nichts Besseres leisten, Onkel? Stinky Pinky, ich gehe 40 Stunden die Woche arbeiten, muss mich um dich und deine Schwestern kümmern, gehe sogar nebenbei putzen, aber laut der Regierung, die 20.000 € im Monat bekommt, ist es nicht genug. Wow, die Regierung muss ja eine echt anstrengende Arbeit sein, wenn die so viel verdienen. Ja. Sehr geehrter Herr Nehammer, Sie können in Ihrer privilegierten Position natürlich große Töne spucken. Haben Sie allerdings den leisesten Hauch einer Ahnung von Armut? Es gibt einen bekannten Spruch, der gut passen würde. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man vielleicht den Mund halten. Diesen sollten Sie sich einverleiben, wie armutsbetroffene Familien den tollen Hamburger. Ändern Sie lieber etwas an der Wirtschaft und helfen armutsbetroffenen Familien, dafür werden Sie schließlich bezahlt, anstatt reden zu